Hallöchen, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Cold War. Heute hier auf der neuen Karte Apocalypse und mit der neuen Waffe Pharah. Natürlich hier auch heute mit Waffenguide. Wir sprechen über ein paar kleine Änderungen hier im Update, natürlich auch über die Waffe, über die Waffenklasse und natürlich über Warzone. Da wurden nämlich ein paar Waffenattachments ja gebufft, genervt, umgeändert, umgeschrieben, wieder verworfen und keine Ahnung. Darüber aber gleich mehr hier im Video. Natürlich, wir haben hier ein paar Runden hier erspielt nach der Live-Übertragung für hier ein Gameplay heute. Ich bin ein bisschen spät, tut mir leid, aber yo, wir starten aber direkt auch durch mit dem Waffenguide. Und meine Freunde, let's go! Wir hatten hier heute bei der Pharah natürlich die Waffe ein klein wenig mehr auf Mobilität gebaut. Ich hatte aber auch noch Mikroreflex-LED mit dabei, dann den Kompensator für mehr Treffergenauigkeit, beim Lauf hatte ich Liberator drin wegen der Projektilbeschleunigung, total wichtig, dann noch ruhige Hand für die Treffergenauigkeit, dann der Vordergriff natürlich, und dann bei der Muni können entweder Schnelllader verwenden mit mehr Muni oder den normalen Schnelllader. Jo, dann Tempo-Tape habe ich auch mit drin und am Ende noch ohne Schaft. Natürlich Hüftfeuergenauigkeit und der Treffergenauigkeit immer im Auge behalten. Für Hardcore braucht ihr nur getapte Magazine, weil damit könnt ihr recht flott nachladen, habt keine Aim-Probleme. Jo, mit dabei hätte ich eine Gallo, dann Stimulanz, Semtex, Richtmikrofon, Splitterschutz und Co. Und jo. Natürlich im Gameplay eine geile Waffe, denn die Pharah eigentlich eine umgebaute, verbesserte Version von der Galil, wenn ihr die Waffe kennt. Jo, die Pharah hat natürlich eine Menge Feuerrate, eine gute Mannstoppwirkung, aber der kleine Haken wäre die Mobilität. Ihr bewegt euch ein bisschen lahmarschig und nach dem Sprint habt ihr manchmal Nachteile beim Feuern. Im Hardcore-Modi habt ihr da eher einen kleineren Haken, den ihr werdet manchmal weggeballert und könnt euch nicht wehren. Aber im allgemeinen Gunfight, erst recht im Nahkampf oder auf der neuen Karte Apocalypse könnt ihr richtig geil im Nahkampf Leute eliminieren. Durch die hohe Feuerrate habt ihr aber auch Nachladeprobleme. Dadurch kann ich euch empfehlen, 40 Kugeln, 50 Kugeln Schnelllader oder halt normale Schnelllader für Hardcore, denn ihr braucht immer wieder eine Menge Muni. Jo, nachladen, dann natürlich unaimen nach dem Feuern oder nach dem Sprinten, das dauert immer einen kleinen Moment und es ist echt ärgerlich mit der Waffe. Aber im Allgemeinen denke ich mal, das wäre eine der besten AR-Gewehre momentan hier in Cold War und eigentlich ein klein wenig überpowered, weil wenn ihr die Waffe kontrollieren könnt, natürlich hier mit Griff und Kompensator kein Problem, dann haut ihr jeden damit weg. Jo, in Warzone Mode auch eine geile Waffe, aber anscheinend durch die ganzen Updates, die halt reinkamen, haben die Entwickler hier die Waffe überpowered gemacht, dann haben die doch hier die ganzen Statistiken wieder geändert, Schalldämpfer haben halt weniger Reichweite bekommen alle, die wurden auch komplett runtergenervt wieder und dann wieder hochgebufft und ach, keine Ahnung. Der liebe Schlepperfeuer hat ein Video gemacht, da gerne vorbeischauen, der hat natürlich nochmal drüber gesprochen und ja, Real Talk, Call of Duty hat echt eine Menge Macken, momentan Preload für... Ja, gratis Wochenende, klappt nicht bei jedem und auch hier die Framerate und die Performance läuft nicht immer prima im Game. Aber kann man leider nicht ändern. Ja, wir haben momentan halt eine Menge Spielefehler drin und damit müsste man halt leben. Jo, ich bin aber der Meinung, die neue Karte macht natürlich gut Laune. Aber Clips finde ich jetzt rein optisch her eigentlich eine coole Karte. Irgendwie Bio4 Madagaskar oder halt eher die eine Ghost-Karte mit einem Predator, wenn ihr die beiden Karten kennt. Irgendwie eine Mischung aus beiden, finde ich recht cool. Und natürlich auch hier die neue, ja, Pharah, nicht Galil. Ja, die finde ich auch geil. Wir haben natürlich die Waffen vor ein paar Monaten angekündigt. Aber ja, wir können natürlich uns auch manchmal beim Namen ehren. Statt Galil, einfach eine Pharah. Eine coole Waffe, egal auf welcher Karte, ihr könnt damit echt gut reingehen. Aber mein kleiner Tipp, spielt doch lieber hier ein bisschen weiter. Denn hier ab dem höheren Level erhält ihr hier die neue SG-10. Eine starke Waffe, die ich euch dann auch noch vorstellen werde. Natürlich, mein Waffenguide könnt ihr gerne nachbauen. Ich achte immer drauf wegen Mobilität, Treffergenauigkeit und Handhabung, damit man halt ein Mittelding findet, weil die Waffen in Call of Duty Cold War schon lahmarschig anaimen. Wenn man gerne reinpusht wie ich, dann braucht man mehr Mobilität und dadurch werden die Waffen aus der Hüfte extrem ungenau. Aber ja, mit meinem Waffenguide habt ihr eine gute Waffe gebaut. Gerne nachbauen, gerne probieren, gerne reinkommentieren. Natürlich hier, tut mir noch leid für den späten Upload. Ich wollte ein bisschen früher hochladen und hab's dann halt doch nicht hinbekommen, aber egal. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Natürlich dürft ihr gerne mitmachen bei mir. Ich bin auch alle paar Tage immer am Live übertragen. Gerne beitreten, gerne mitmachen. Und natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt, gerne reinkommentieren. Dafür bin ich hier da. Und hier auch meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Erfolg hier mit der Pharah. Und haut rein. Goodbye, bis zum nächsten Video.